Niver und River und Niver. Kann ein Mensch Wahrzeichen sein, wie ein Schloss, eine Kathedrale oder ein Fluss, wo man meint, er kehrt für immer zu der Landschaft? So ein Mensch ist der Jakob Zier, wo über 50 Jahre die Fähre von Eggehausen nach Ladeburg und zurückgeführt hat. Niver und River, Niver und River. Letzte Woche ist der Jakob Zier in Eggehausen beerdigt worden. Trotzdem sage ich, er ist ein Wahrzeichen, weil es viel Leid gibt, wo er in Zukunft nicht mit der Fähre fahren kann, ohne an ihn zu denken. Der Jakob Zier ist ein Mann, wo man nicht vergisst. Ich bin oft extra von Wallstadt über Ladeburg, Neggerhausen, Neggerblade, Segenen nach Ostheim gefahren und retour über die Feidemer Schleiß und die Au, bloß um ein bisschen mit dem ruhigen, freundlichen Mann zu schwätzen. Er ist einer von den stämmischen Franken, wo seit Jahrhunderten der Rhein und das Mündungsgebiet vom Neggar besiedle. Die Begegnung mit dem Jakob Zier hat immer gut getan. Bei aller Freundlichkeit war er aber kein Labbeduddel. Er war streng und klar, wenn es notwendig war. Einmal habe ich erlebt, wie eine Mutter ihren kleinen Bu aus dem Auto raus auf die Fähre schickt, obwohl die Autos noch nicht runtergefahren waren. Der Jakob Zier hat dem Bu zugerufen, dass er warten soll. Da hat die Frau aus dem Auto rausgeschrien, dass sie die Mutter von dem Bu ist und dass sie zu sagen hat, wann der auf die Fähre geht. Da hat er klar gemacht, dass er für die Sicherheit von dem Kind auf der Fähre zuständig ist. Die hat ganz belämmert geguckt. Ich glaube, für den Bu war das erste Mal, dass außer seiner Mutter jemand auf der Welt was zu sagen hat. Ein andermal ist ein Politiker mit seiner ganzen Familie wacker an drei wartenden Autos und 15 Fußgänger und Radfahrer vorbei auf die Fähre marschiert, obwohl die noch nicht richtig angelegt gehabt hat und noch voller Autos und Leid war. Der Herr hat nicht kapiert, dass es auf einer Fähre nicht zugeht wie in der Politik. Die Fähre bringt nicht den zuerst ans Ziel, wo sich am frechsten vordrängt. Die Fähre ist ein christliches Fahrzeug, wo sich Matthäus 19, Vers 30 erfüllt. Die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten werden die Letzten sein. Denn hat der Jakob Zier an die biblische Weisheit erinnert. Vielleicht ist das das Wichtigste, was man vom Jakob Zier und seiner Fähre lernen kann. Man kann auf der Fähre keine Karriere machen. Es geht nie steil auf. Immer bloß niver und river. Man ist nie über der andere, bloß mittendrin. Der Jakob Zier hat sein Lebensfaden in den Neggar gewoben, niver und river und niver. Und der Fluss nimmt das Gewebe aus Lachen und Gräuen, aus Schaffen und Genießen, aus Sehnsucht und Erfüllung mit und lässt es bei uns als Achtung vor einem gelungenen Leben.